Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Wir werden ab heute ein VR-Spiel spielen. Das heißt, das ist quasi komplettes Neuland für mich. Und wir spielen Robinson The Journey. Wir werden also auf irgendeinem Planeten wahrscheinlich ausgesetzt, der da unten ist wahrscheinlich. Und ich habe hier eine Brille auf, ihr könnt mich sehen, ich sehe verdammt bescheuert aus. Ich habe gerade schon Resident Evil aufgenommen. Das heißt, die Kitchen-Demo. Und ich bin sehr froh, dass es jetzt ein bisschen ruhiger wird, ein bisschen gemächlicher. Die Demo werdet ihr heute noch sehen im Laufe des Tages. Und ich würde sagen, ja, sieht bisher ganz cool aus. VR ist für mich auch selbst per se, sage ich schon, eine komplett neue Erfahrung. Und ich hoffe, es wird Spaß machen. Wir gehen erstmal auf Extras. Ach, mitwirken, okay. Haben wir hier bei den Optionen, was können wir da einstellen? Audio. Dialoglautstärke. Ich mache die Musik auf jeden Fall ein bisschen weiter runter. Wie. Achso. Ich mache das mit meinem Kopf. Das ist schon irgendwie ein bisschen verrückt. Effekte. Leak. So. Deutsch ist klar. Und somit würde ich sagen, starten wir ein neues Spiel und brechen auf. Und ich hoffe, es wird ein schönes Let's Play, ein ruhiges Let's Play mit wenig Schockmomenten. Es ist mein erstes Let's Play auf VR und ich hoffe, es wird euch gefallen. Und vielleicht wollt ihr auch ein bisschen mehr VR sehen. Mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich meinen Kopf richtig gerade halte. Ich glaube die ganze Zeit, mein Kopf ist krumm. So ist doch gerade, oder? Habe ich einen schiefen Kopf? Oder liegt das daran, dass die eine Seite schwerer ist als die andere? Man weiß es nicht. Egal, wir kommen klar. Im Himmel über einem fernen Planeten. Eine Raumstation, die zusammenbricht. Ein Junge erreicht die Oberfläche. Aber er ist nicht allein. Ich wollte jetzt kein Horrorspiel spielen. Ich dachte, das ist chillig. Oh. Hicks, sieh dir das an. Meine Scans zeigen an, dass dies ein Hochrisikobereich ist. Vornehmlich, da es sich um ein Tyrannosaurus-Nest handelt. Nice! Oh je. Oh shit. Der schlüpft weg. Er sieht ja noch ganz friedlich aus, ne? Verrückt. Einfach verrückt, dieses VR. Oh. Guck mal, wie knuffig der ist. Hast du eine Schusswaffe dabei? Ich glaube, die brauchen wir gleich. Bleib zurück, Robin. Ist mir klar. Sie ist niedlich. Zum Füttern nach oben drücken. Neu zentrieren. Ach, vielleicht liegt's daran. Ich halt's doch gedrückt. Okay, es ist vermutlich falsch zentriert. Zum Neuzentrieren Optionen. Er schießt hier die ganze Zeit ein Foto. Ach so. Hat sich wirklich besser gemacht. Hallo, mein Kleiner. Willst du Futter haben? Hier, bitteschön. Bist du jetzt mein Haustier? Das ist ein bösartiges Raubtier. Ich sehe schon. Ich weiß, was du denkst. Oh. Keine Haustiere. Alter. Ich nenne sie Laika. Laika. Hört sich irgendwie so ein Monster aus einem Resident Evil. 3 Monate später. Guten Morgen, Robin. Hallo. Zum Umsehen, Kopf bewegen. Ah, wir haben ein paar sammelbare Sachen anscheinend. Da ist ein X drauf. Höchstwahrscheinlich versteht ihr mich nicht. Eventuell werde ich ab nächster Folge dieses Mikro hier benutzen.
Gut, dass du wach bist. Mal gucken. Ohne dich ist das ziemlich langweilig. Du weißt doch, wie ich bin. Ich werde leicht existenzialistisch, wenn ich mich nicht um jemanden kümmern kann. Lass dir Zeit. Wow. Ich glaube, vor dir liegt ein großartiger Tag. Oh Gott, da wird einem schwer schlecht bei. Wow. Oh Gott. Das ist nicht gut. Oh Gott. DSEV. Was haben wir da? Ich kann hier noch nichts aufheben. Ich kann auch mit meinem Controller nichts machen irgendwie, ne? Ich glaube, das macht man alles mit seinen Augen. Zum Interagieren X drücken. Hier ist Kapsel 309-1659. Ich sende auf allen Frequenzen. Wenn da noch andere Überlebende sind, melden Sie sich bitte. Higgs fühlt sich langsam ziemlich einsam. Ich weiß, dass seit mehr als einem Jahr niemand geantwortet hat. Aber du solltest das wirklich ernst nehmen. Okay. Also, umsehen, es klappt ganz gut. Aber das Gehen, oh mein Gott, mein Kopf dreht durch. Das kann ja spannend werden und ich spiegel mich da gar nicht. Wieso spiegel ich mich bei dir gar nicht? So. Da haben wir schmutzige Klamotten. Was haben wir denn da? Irgendwelche Eier. Also am besten, keine Ahnung, kann... Ja, am besten ich drehe mich, weil mit dem Controller zu drehen, das finde ich ja irgendwie ein bisschen seltsam. Allerdings versuche ich mich zu orientieren, wo mein Greenscreen ist, damit ich weiß, wo das Mikrofon ist. Also eventuell werde ich gleich hier drauf umsteigen. Falls es nicht anders geht. Wie lange sind wir jetzt auf diesem Planeten? 385 Tage. Das ist ein Jahr. Über ein Jahr. Wildtiere. Ihhh, gammeliges Essen. Was bist du? Gott, ey, Leute. Du wirst ganz übel. Ich habe eigentlich nicht gedacht, dass ich da so empfindlich für bin. Aber ich denke mal, das ist alles eine Gewöhnungssache. Da gewöhnt man sich dran, ne? Komm, gehen wir erstmal raus. So. Ich weiß übrigens nicht, wie lange die Folgen werden, weil ich meinen Timer nicht sehen kann. Ich kann meine VR-Brille so runter tun. Und einmal sehen, wie lange ich schon aufnehme. Aber das mitten in der Folge zu machen, ist ja ein bisschen komisch, ne? Sie ich gewöhne mich immer langsam noch, dran. Auch nach einem Jahr. Kannst du glauben, dass wir auf dem Schiff mit 100 Millionen Kilometern... Wo ist Laika nur hin? Wieso rufst du das Tier nicht? Laika? Laika? Das Vieh ist in seiner Höhle. Versteckt sich aus Scham, nehme ich an. Ich fürchte, wir haben was zu tun, bevor du mit deinem Haustier spielen kannst. Am besten siehst du dich einmal um. Reparieren wir die Vogelscheuche. Sie braucht zwei Arme, Kopf und Hut. Sonst funktioniert sie nicht. Das Multitool repariert das im Handumdrehen. Gut. Mein Headset gibt einen sehr schrillen Sound von sich ab, deswegen lassen wir es. Wir werden das auch so hinkriegen wahrscheinlich, ne? Muss mir da eine andere Lösung überlegen. So. R2 gedrückt halten, um Objekte schweben zu lassen. Sehr gut. Also ich würde es geiler finden, wenn man sich normal dreht, aber ich glaube, da wird einem nur noch schlechter. So. Toll. Zack. Ups. Halten. Da ist schon wieder das X. Was bedeuten die Sixe? Gut gemacht. Und ich würde tatsächlich sehr gerne das Spiel so spielen, dass ich mich quasi so drehe und gehe. Das wäre um einiges angenehmer. Vielleicht kann ich das ja auch. Was sollen die Sixe? Mit X werfen, ja? Ja. Oh, warum wirfst du nicht ein paar Körbe? Nicht dabei. Geh mir aus dem Bild. Ganz ehrlich. Ach du Scheiße, wie stark werfe ich denn? Jetzt. Roll doch nicht weg! So verstehe ich mich wahrscheinlich gar nicht mehr. Okay. Alter, ist das dein Ernst?
Wie soll man denn so Körper werfen? Ich vergesse es immer wieder. Ha! Sogar perfekt reingetroffen, alter Schwede. Okay. Ich bin schon so ein Arschloch. So. Vogelscheuche haben wir soweit repariert, ne? Ja, perfekt. So, obwohl wir haben hier noch Teile. Hier gibt's nichts zu reparieren. Gut, bin fertig. Ich fertig. Nur mir sage nächstes Ziel. Ich muss sagen, ich habe mich an das Gegen gewöhnt. Da gehen wir jetzt lang. Das Feuer kriegt keinen Strom. Tagsüber würde das Signal wohl ohnehin niemand sehen. Ich auch laufen? Huch, was ist denn das? Uff, puff, ich mache euch alle kaputt. Pflanze tot. Du tot. Du tot. Was haben wir noch für Tasten? Siehst du hier? Die Wasserturbine ist verstopft. Das ist der Grund für den Stromausfall. Dieser verspielte Dinosaurier. Er muss die Fässer ins Wasser gestoßen haben. Ich schlage ihm mit meinem Kopf. Okay, lassen wir das erstmal los. Tschüss. Ich benutze meinen Kopf, um das Spiel zu spielen. Haben Strom. Aber jetzt sehe ich, dass auch die Stromkreise beschädigt sind. Wie wunderbar. Dabei kann ich dir tatsächlich helfen. Endlich mal bist du nützlich. Hicks ansehen. Bist du Hicks? Null von 30. 30. Also das Strom, ne? Jedem Gerät die korrekte Menge Energie zu teilen. Okay, da haben wir 30. Da haben wir 30 jetzt, hier haben wir jetzt 15. Wie, du brauchst 30? Ja, denn hier. Ah, tut gut, nützlich zu sein. Wo ist das Problem? Jetzt müsste der Strom wieder perfekt fließen. Das Wix ist bald wieder online. Was bist du für ein kleiner Vogel? Voll der kleine Vogel, was ist denn los? Okay, ja, wir sind durch. Mit Hicks verlassen. Wo ist der Vogel? Hicks? Hicks? Hä? Der ist hier nicht. Der Sack ist weg. Willst du mich verarschen? Hä? Es war doch eine andere Taste. Oh, gut. Ups, jetzt sehe ich verschwommen. Muss genau anliegen, sonst sieht man nur verschwommen. Okay, was haben wir denn hier? Oh yeah, eine Müllpresse. Hm. Was soll der Scheiß? Pass auf, wir haben hier doch... Da hinten irgendwo, ne? Ja. Die Antenne ist weg. Ne, da ist sie. Ich glaube nicht, dass sie da reinpasst, oder? Nicht wirklich. Die Antenne passt nicht rein. Gut, gehen wir weg. Da hinten haben wir irgendwas Grünes, Blaues. Grün ist es auch nicht schlecht. Das Gehege ist geschützt. Ich versuche immer noch mit dem rechten Bumper nach oben zu gucken. Das ist alles ein bisschen seltsam, dass ich mich drehen muss dafür. Wieso hörst du nicht auf mich? Diese Dinosaurier sorgen dafür, dass das Tor zu ist. Das Tor geht erst auf, wenn diese Tiere weg sind. Vielleicht könnte dein Haustier doch mal nützlich sein. Ich kann auch einfach hingehen und denken, ich fresse polieren. Okay. Ich würde es ja cooler finden, wenn man hier noch ein bisschen, ich weiß nicht, sprinten könnte oder so. Das fehlt hier noch ein bisschen im Spiel.
Oh, das hat ein Auge. Es lebt. Es lebt. Hey. Hey, ich hab einen Arm. Cool. Den sehe ich jetzt erst. Guck mich nicht an. Guck mich nicht an. Das kommt nicht an. Willst du eine Mütze? Hier für dich, Bro. Alter. Was die Fresse poliert mit dem Ding. Was ist das da hinten? Ist das eine Höhle? Was ist denn das? Versteck dich. Robin Leica. Wir verstecken mit Leica? Das ist ja weird. Boom! Hör auf mich anzugucken. Wieso starrt mich hier alles an? Das sieht fast aus wie so ein Aschenbecher. Und du, mein Freund, siehst ziemlich gefährlich aus. Keine Ahnung, wo Leica sein soll. What the fuck? Stirb! Oder halt auch nicht. Im Plumpsklo. Oh, ich kann's benutzen. Nee, ich glaube, das ist kein Plumpsklo. Au. Bam! Ins Gesicht. Nein, ist kein Plumpsklo. Kann Entwarnung geben. Oh, jetzt steckt das Ding da fest. Voll. Na gut. Stirb, du Ding da hinten! Ey! Das war ein Reflex. Kann ich hier runterfallen? Ich kann auf jeden Fall schweben. Nein! Was war das? Klonbevölkerung? Heißt das, ich habe hier eine Anzahl an Leben? Ist ja verrückt. Wo ist denn mein Viech? Da ist irgendwas. Leica? Huh? Das gefällt mir nicht. Oh, da ist es ja. Es soll den Ball fallen lassen, bevor es das Ding kaputt macht. Ist nicht so, als könnten wir einen neuen kaufen. Na los, Leica. Mach dir keine Sorgen wegen Hicks. Ich muss nur an deinem Training arbeiten, damit es ihm keine Sicherung raushaut. Lass los! Jetzt der große Test. Kann es sich merken, wie man Verstecken spielt? Geh zu dem Baum da und fang an. Komm mit! Oh, Mann, das juckt. So. Es ist seltsam, wenn man näher kommt, will man sich ducken. Ich will mich ducken. Verstecken spielen beginnt bei dem Baum. Simples Tier, simple Regel. Aber dass er das überhaupt checkt? Oh, wie groß er ist, den kann ich reiten. Komm, Kleiner. Komm, McDaniel, komm. Wir haben jetzt eine Menge Spaß. Hier entlang. Da! Actually. Du, mein Freund, mach dich blind. Leica? Komm mit! Genau, töten, Leica! Töten! Töten! Los geht's! Ich glaube, ich soll zu ihm kommen, ne? Leica, sollen wir Verstecken spielen? Versteck dich doch. Leica! Verrückt. Jetzt kannst du das Versteckspiel starten. Wie denn? Es ist zu weit weg. Ruf es her.
Komm. Das ist wie ein Hund. Zehn, neun, acht, sieben, das habe ich sechs, gesehen. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Ich komme. Oh, wo könnte es nur sein? ich sehe dich doch von hier aus, Laika. Immer wärmer. Ich muss kurz checken, wo ich bin. Was bist du denn da? Was ist denn da? Das ist eine Higgs-Einheit. Schaff dein Haustier weg von ihr, bevor es sie ernsthaft beschädigt. Sie enthält wertvolle Daten. Wir sollten sie sofort scannen, Robin. Ja, mach ich doch. Achso, R1. Wertvolle Informationen, hä? Robin, könntest du die Einheit scannen? Ich will sehen, ob dein Haustier Datenkerne zerstören kann. Falls beschäftigt. Ja, sollten wir alle große, große Angst haben. Vor allem ich. Wie ist sie hergekommen? Man wird doch nicht einfach ins Lager geweht. Dein Haustier muss sie hergebracht haben. Da sind Bissspuren an der Außenhülle. Es hat an ihr herumgekaut. Ach so, aktiviere ich den Scan-Modus. Ah. Aber was sind die roten Punkte? Moment, ah. Du musst dein Haustier an die Leine nehmen. Als nächstes bin ich dann. Was passiert wohl, wenn es eines Tages mich in seinem Maul hat? Nein. Ich will nicht einmal daran denken. Ach, ich darf das rote Ding nicht berühren. Ah. Wir können sie nicht einmal ordentlich recyceln. Sag das ist doch. Eine Kolonieeinheit von der Esmeralda vorgeschickt, um die Basis unserer Gesellschaft zu gründen. Ein Teil unserer Geschichte. Aha. Commander? Hallo? Sie kommen doch zu Tyson 3, korrekt? Ich weiß nicht, wie lange wir schon hier sind. Meine Uhr ist stehen geblieben. Ich würde Ihnen ein Bild der Oberfläche schicken, aber meine Kamera ist ebenfalls defekt. Die Röhren-Apartments Modell B, die Sie mitbringen, werden schön sein, nicht wahr? Unterhaltungssysteme, Regenwaldduschen, Barbecues, saubere und trockene Higgs-Docks, Ersatzteile und... Ist immer dasselbe? Hallo, Commander. Hier spricht wieder Higgs-Kolonie-Einheit ein... Okay, wir hören uns das mal an. Esmeralda, Commander. Hallo? Hier spricht Higgs-Kolonie-Einheit 11886. Von der autonomen Go-Ahead-Sonde. Ich kann melden, dass wir Tyson 3 erreicht haben. Derzeit dringen sämtliche Landwirtschaftskapseln in die Atmosphäre ein. Da wir sie seit Jahren nicht erreichen konnten, haben wir umgehend unsere eigenen Landeprotokolle initiiert. Ich denke, der Fehler liegt auf unserer Seite. Etwas muss uns im Raum zugestoßen sein. Nur was? Hallo, Commander. Hier spricht wieder Higgs-Kolonie-Einheit 11886. Da wir noch immer nichts von Ihnen gehört haben, wollte ich Ihnen mitteilen, dass wir die ersten Gebäude errichtet haben, obwohl natürlich noch keine Menschen da sind, um in ihnen zu leben. Es läuft nicht so gut wie erhofft. Es gibt wilde Tiere. Es ist nicht gerade sicher auf der Oberfläche, aber zumindest kann man atmen. Gebäude, ja? Commander? Hallo? Sie kommen doch zu Tyson 3, korrekt? Ich weiß nicht, wie lange wir schon hier sind. Meine Uhr ist stehen geblieben. Ich würde Ihnen ein Bild der Oberfläche schicken, aber meine Kamera ist ebenfalls defekt. Die Röhren-Apartments Modell B, die Sie mitbringen, werden schön sein, nicht wahr? Unterhaltungssysteme, Regenwaldduschen, Barbecues, saubere und trockene Higgs-Docks, Ersatzteile und... Bitte kommen Sie. Wir warten auf Sie. Okay, die Roboter drehen langsam durch. Diese Jungs haben einen Landeplatz gebaut. Wenn unsere Crew da draußen ist, werden sie dort die Kolonie gründen. Die Higgs-Einheiten können uns sagen, wo sie sind. Es muss noch mehr geben. Finden wir sie. Verstehe. Die Daten hier deuten an, dass noch drei in der Nähe sind. Komm mit!
Schicke es zum Tor hier. Diese Tiere sorgen dafür, dass das Tor zu ist. Achso, Laserpointer. Hier jetzt. Dazu ist der Laserpointer da. Ah. Gut. So, jetzt den Typen fertig machen. Dahin. Da kommt es nicht hin. Was willst du da von mir? Du hast gesagt, ich soll was machen. Ich mach das auch. Und dann meckerst du rum. Okay. Wir sollten uns das Tor einmal ansehen, Robin. Ich habe irgendwas aufgemacht und ich kann es nicht wieder wegmachen. Geht doch. Prediction. Soll ich hier hingehen? Und du? Los! Geh jetzt! Dahin! Mit der Link. Gut gemacht. Eine Kreatur erfolgreich gescannt. Ich füge die Daten jetzt zu deinem Infotarium hinzu. Nicht bewegen! Nicht bewegen! Ach, wo bist du hin? Hat aufgegeben. Gut. Hey. Ernst, ich will dich scannen, Mann. Es ist nicht so leicht, dich zu... Hör auf, dich zu bewegen, du! Drecksvieh. Oh, das war close. Nein! Wo gehst du denn hin? WTF. Das ist doch nicht dein Ernst! Es verscheucht alle Fische. Solltest du das mal machen? Beweg dich nicht! Ein Stück noch. Bearbeitung läuft. Oh, Gottes Willen. Okay. Karte. Öffne das Tor zur Farm. Repariere die Vogel... Ich habe die Vogelscheuche nicht repariert. Willst du mich verarschen? Da war ein Fisch. Denk dran, sie dir im Infotarium anzusehen. Da hinten ist die Vogelscheuche, ne? Ich denke mal, es ist absichtlich so, dass wir nicht schnell laufen können. Weil... einem sonst schlecht wird. Ihr habt die Vogelscheuche wieder repariert oder soll da noch irgendwas hinzukommen? Okay, ich hab sie kaputt gemacht. Cool. Ich kann. Kann sie nicht mehr reparieren. Was sollen diese komischen Nixe? Oh, ich kann klettern! Bearbeitung läuft. Eva. Bezieh dich. It's mein Home. Ja, aber. Was nun? Ja, du Drecksvieh. Tick dies. Ich glaube, er ist unsterblich. Oh Gott, das habe ich ja vorher noch nicht gesehen. Das muss die Absturzstelle sein. Okay. Okay, Freunde. Wir müssen vorankommen. Ich weiß. Wir müssen vorankommen. Irgendwie habe ich die Vogelscheuche nicht repariert und kann sie auch nicht mehr reparieren, weil die Sequenz anscheinend weg ist. Aber was soll's. Gut.
Fortschritt. Sind das Erfolge? Finde uns kenne die Higgs. Achso. Info. Achso. Kreaturen, Higgs-Einheiten, Kommunikatoren. Zu Hause. Müssen nach den Toren gucken. Die Frage ist, gibt es hier noch mehr Toren? Also ich weiß, dass da hinten irgendwo noch ein Tor ist. Da. Der leuchtet da hinten hin. Was willst du von mir, Dude? Du hast doch gelitten, hast du. Wenn ich nur wüsste, was er von mir will. Ich weiß, dass die Folge mittlerweile schon vorbei ist. Aber ich will das Tor auf jeden Fall noch aufkriegen. So. Hier jetzt! Geh mal dahin. Oder soll ich hier hin? Ich weiß es nicht, ich stehe hier doch. Aber es bringt mir alles nichts. Gut. Jetzt lass es sie anbellen. Brüll! Brüll! Geschafft! Ich mache den armen Dingern nur ungern Angst, aber deine Freundin hätte sie wohl sonst gefressen. Danke für all deine Hilfe heute, Robin. Ich weiß, dass du dein Zuhause nicht ständig in Schuss halten willst, aber es ist überlebenswichtig. Und das ist, wie du weißt, meine größte Sorge. Okay, Freunde. Ich würde sagen, das war's dann heute mit Robinson The Journey, hieß es, glaube ich, so. Oder Robin The Journey? Robinson The Journey, ne? Robinson The Journey. Habe ich hier die Hülle noch da? Das heißt... Robinson The Journey, habe ich richtig gesehen. So, ich nehme jetzt ungefähr seit einer halben Stunde auf. Ich werde aber noch ein bisschen was rausschneiden. Das heißt, es wird nicht mehr so viel übrig bleiben. Freunde, wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Und ich hoffe, da seid ihr wirklich. Okay, ihr seid wirklich da. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder, währenddessen ich hier wahrscheinlich ausrasten werde. Haut rein, euer Zero. Tschüss.